Seid mal ruhig, dieser pochende Klang. Das sind Morsezeichen. Ja, Leute, mit diesem Satz heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Illusion of Time. Jo, damit verständigen sich Schiffe untereinander. Die Länge des Klanges bestimmt den Buchstaben. Mal sehen, ob ich das verstehen kann. Hier ist Seth! Was, Seth? Seth? Wo bist du? Psst! Ruhe! Neil, sofort! Riversen hat mich verschluckt. Als ich zu mir kam, hatte sich mein Körper in Riversen verwandelt. Oh, dieser Riversen ist eine Meereskreatur. Ich bin mir nicht sicher, ob er menschlich ist. Er sagt, die Evolution würde durch das Licht eines Kometen beeinträchtigt. Ich wollte die Reise mit euch fortsetzen, aber nicht in diesen Körper. Ihr müsst das Geheimnis des Kometen und der Ruinen lösen. Ich hörte nichts mehr. Seth, ich habe Angst. Er muss ihn. Morse-Unterricht gut aufgepasst haben. Seth auch, feine Sache. Aber Seth ist nicht mehr menschlich. Nein, Erik, zieh keine voreiligen Schlüsse. Nur Menschen denken, ihre Lebensform wäre die einzig richtige. Lass den Kopf nicht hängen. Auf geht's! Okay. Oh, Tageslicht, endlich! Geschafft! Endlich sind wir fast. Wir sind fast einen Monat durch den Tunnel gelaufen. Sieh doch ein Schild! Was steht da drauf, Lars? Was? Engelstadt, Reisende sucht unter der Erde. An einem solchen Ort sollen Engel leben. Man sagt, Engel schätzen nicht gerne menschliche Besuche. Jedenfalls können wir uns hier ausruhen. Lass uns aufbrechen, Will. Ich gehe meine eigenen Wege. Warte nicht auf mich. Ich muss es tun. Ich erforsche diesen Ort ganz alleine. Versucht nicht mehr zu folgen. Okay. Was hat sie nur vor? Vielleicht ist sie nur müde. Sie braucht Ruhe. Und Lilly, ich habe mir schon gedacht, sie verschwindet wieder in meiner Hosentasche. Na gut. Ja, da kann ich nicht raus. Zurück. Gut, und jetzt habe ich hier einen irrsinnig langen Weg von mir. Eingang zur Engelstadt. Okay, wir fangen mal da drüben an. Und Spiel. Nicht laggen. Bitte nicht laggen, okay? Tu mir den Gefallen. Oh! Hallo, Lance. Will, ich möchte mit dir über etwas Ernstes reden. Es fällt mir schwer, es zu sagen, aber ich glaube, ich bin in Lilly verliebt. Ich träume nur noch von ihr. Ich muss wissen, ob sie auch mich auch liebt. Was soll ich nur tun? Da fragst du noch? Ihr habt viel Zeit miteinander verbracht. Es ist ganz natürlich. Es ist bei Lillys 15. Geburtstag. Ich möchte ihr ein Geschenk machen, um ihr zu sagen, was ich für sie empfinde.
Was würdest du ihr schenken? Einen Blumenstrauß. Ein hübsches Halsband. Einen süßen Kuss. Also ich würde sagen, ein hübsches Halsband. Schmuck ist unvergänglich. Er wird ihr ewig erhalten bleiben. Sie wird immer an dich denken, wenn sie ihn trägt. Ja. Einige stehende Steine suchen und daraus eine Kette fertigen. Vielen Dank für deinen Rat. Ich denke darüber nach. Es ist toll, einen Freund wie dich zu haben. Vielen Dank. Keine Ursache, Lance. Ich helfe dir auch gern. Oh, Lilly ist auch da. Warum leben Engel an einem so dunklen Ort? Gespenstig. Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie kein Licht haben oder so. Die Sonne ist zu hell. Das ist mir bislang nicht aufgefallen. Ja, wenn du hier unten bist. Ich vermute, die Engel stammen von den Einwohnern von Mu ab. Das kann durchaus möglich sein. Ich meine, die haben ja den Tunnel hier gegraben, also könnten sie wahrscheinlich auch die Nachfahren von Mu sein. Das ist eine durchaus logische Antwort. Gut. So. Und warum leckt's heute wieder so? Es tut mir leid, Leute. So, hier sind ein paar Statuen. Na, gehen wir mal darunter. Oh, da ist ein Jesus. An die Flügel. Dies ist die Stadt der Engel. Werden unsere Körper zu lang der Sonne ausgesetzt, sterben wir. Oh, das ist nicht toll. Sag mal hier. Okay, da geht's rein. Seit wann wir hier leben, weiß ich nicht mehr. Aber wenn ich das Meer sehe, schmerzt mich mein Herz. Okay, das kann nur die Einwohner von Mu sein. Wir haben keine Gefühle. Seit meiner Geburt habe ich weder gelacht noch geweint. Ich überlebe nur. Was ist das bitte für ein Leben? Wo geht's hier lang? Was bist du für einer? Ich bin der Juwelier, der Reisende zwischen den Kontinenten. Ich bewahre 19 Juwelen für dich auf. Bewahre meine Juwelen auf. Wann bekomme ich denn wieder was? Aber 20, das heißt, ich muss noch ein Juwel finden. Okay, ich komme später wieder. Hafen, Musik ist Balsam für die Seele. Das richtige Lied heilt jedes Leiden. Cool. Was haben wir hier? Nix. Hallo, du an die Statue laufender. Ich bin Bildhauer. 1000 Statuen werde ich in meinem Leben schaffen. Wow, 1000 Statuen, da hast du ja viel vorgenommen. Da ist ein Wasserfall. Oh, Mu ist so riesig. Hey. Hallo. Kennst du Ishtar, den Maler? Nein. Sprich mit den Bewohnern der Stadt. Okay. Wer ist bitte Ishtar? Geh mal da rein. Hallo. Ich glaube, sie schläft. Als ob ihr Seele sie verlassen hätte. Die steht in der Sonne. Da hinten gehen wir, glaube ich, noch nicht hin, weil ich glaube, da geht's weiter. Da geht's wieder nach oben. Da gehen wir mal da nach unten. Ah, ein Speicherpunkt. Speichern trifft sich gut. Speichern ist gut. Hallo Gaia! Danke fürs Speichern. So, wieder mal gespeichert ist gut.
Nicht, dass mir wieder mal sowas passiert, dass ich noch einen Part drehen muss. So, gehen wir nach oben. Hallo Juwelier. So, gehen mal da wieder runter. Hey, was ist denn hier los? Das ist die Stadt der Engel. Während unsere Körper zu lange der Sonne ausgesetzt, sterben wir. Hey, das sind lauter Bilder. Hey, cool, rotes Juwel gefunden. Da vorne ist ja gleich der Juwelier. Da holen wir uns gleich mal unsere Kraft ab. Bewahre meine Juwelen auf. Danke. Du hast über 20 Juwelen gefunden. Laut der Liste wird nun deine Psychokraft erhöht. Es ist die verborgene Kraft deines Geistes. Deine Psychodash-Kraft hat sich erhöht. Okay, danke schön. Psychodash-Kraft. Psychodash ist die erste Kraft von Will, oder? Ja. Bin schon gespannt, was die bringt. Gut, aber auf jeden Fall machen wir hier mal weiter. Der Tanz ist unsere einzige Freude. Ich erinnere mich, ich tanze, um mich zu erinnern, wie es war, ein Mensch zu sein, aber... lauter Bilder. Das Bild dort an der Wand stammt von Ishtar, aber das Modell in dem Gemälde ging verloren. Oh oh. Wir sind ausdruckslos Ishtar, aber hat uns mit Gesichtern überschwängliche Glut gemalt. Danach? Was ist danach? Danach erschienen Leute in Scharen, um sich malen zu lassen. Cool. Ich tanze mit der Person, deren Porträt an der Wand hängt. Hier hängen viele Porträts an der Wand. Vielleicht sollten wir mal bei diesem Ishtar nachschauen, was hier da so los ist. Da geht's auch nach oben. Aua. Vor kurzem kam eine Frau mit dem Namen Kara. Krishnat überwältigte Ishtar. Er führte sie in sein Atelier. Ich werde dir den Weg zum Atelier weisen. Pass auf. Geh mit dem Wind. Achte auf die Flamme der Fackel und du wirst begreifen. Folge der dunklen Gasse, durch die der Wind weht, bis du das Tösen des Wasserfalls vernimmst. Finde die Stelle, an der das Rauschen des Wassers am lautesten ist. Dort befindet sich Ishtars Atelier. Sei vorsichtig. Okay, ich habe so eine blasse Vorahnung, dass wir zu diesem Ishtar gehen müssen. Weil Kara, glaube ich, Probleme hat oder irgendwie. Es heißt, wir wären die Form, zu der sich die Menschen entwickeln. Dies ist die Stadt der Engel. Werden unsere Körper zu lange der Sonne ausgesetzt, sterben wir. Okay, das haben wir schon gehört. Gut, dann gehen wir mal nach oben. So, hier können wir auch noch nach unten gehen. Waren wir hier unten nicht schon? Nee, ich glaube nicht. Das heißt, wir werden die Form... Achso. Okay, ich glaube, wir haben Engelstadt komplett durchforstet. Das heißt, wir müssen aufbrechen zu diesem Ishtar. Okay, da ging es nicht lang. Das war, glaube ich, hier hinten. Und dann darunter. Ne, da war der Speicherpunkt. Das ist der Bildhauer. Dann gehen wir durch den Wasserfall. Nee. Ah, dort hinten durch diese Tür müssen wir gehen, genau. Gut. Ist da was drin im Wasserfall? Nee. So. Oh. Und hier leben Monster. Schau mal, Psychodash. Wie hat sich der entwickelt? Wow, Fledermäuse. Der Dungeon sieht schon wieder ziemlich gut aus. Mit Fledermäusen und so.
und ein Skelett. Aua, und der wirft mit Knochen um sich. Böses Skelett, böse. Und hier gibt's wieder einen Weg. Gehen wir gleich mal runter. 11 Gegner. Ja Leute, aber wir müssen jetzt eh sowieso einen Cut machen. Und wir sehen uns dann einfach ganz in der nächsten Folge. Also, bis dann, haut rein und ciao, ciao.